Ho, 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 Leute, und willkommen zu einer weiteren Let's Play-Folge LS19. Es ist der zweite Weihnachtstag, oder? Ja, ist der 26. Nochmal kurz gucken. Heute haben wir einen ganz neuen Kollegen dabei. Das ist der Hans Klein, alias Krom, oder wie ihr ihn auch alle kennt, der Jürgen ist wieder da. Jürgen. Hallihallo! Wir dachten Jingle uns. Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock. Entschuldigung. Wir dachten uns, ich habe ja diese Woche, Weihnachtswoche Spezial, ich mache alles Doppelfolgen und Spezialfolgen mit Jürgen laufen ja auch, wo wir LS17 verabschieden. Habt ihr vielleicht auch schon mal reingeguckt? Und ich dachte mir, wir nehmen Jürgen auch in LS19 direkt wieder mit und spannen ihn direkt ein. Er darf direkt hier die Felder ernten. Das macht er bestimmt gern. Er guckt schon so richtig nett. Ist zwar kein Fan, wo er hier drin sitzt, in New Holland, aber das kriegt er hin, oder? Mog wie dat. Sehr schön, dann spring gleich mal auf. Ich werde mich gleich mal in mein Fendt begeben. Aber nee, bevor wir das machen, Jürgen hat mir einen Trick gezeigt, wie ich die Textur hier ändern kann. Das werden wir noch mal schnell machen. Moment, da muss ich mal auf P gehen. Dann muss ich die Sandburg nehmen. Gut. Können wir hier so ein bisschen die Textur ändern. Das war jetzt blöd gesetzt. Das kostet aber jede Menge Kohle. So, dann haben wir hier ein bisschen mal die Textur geändert. Sieht, ja, ist okay. So, jetzt müssen wir unter Garage. Jetzt verkaufen wir sie wieder alle. Ich höre dich nicht. Ach so, hörst mich nicht? Entschuldigung, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt hörst du mich aber, Jürgen, ne? Ja, falls du was erklären möchtest. Ja, ich habe das gerade erklärt, wie du mir es erklärt hast mit den Sandburgen. Da werde ich die jetzt mal schnell wieder verkaufen. Dann haben wir so ein bisschen Sand mal auf den Beton geschmissen. Das sieht ein bisschen besser aus. Da hinten werde ich auch nochmal eine Spur machen. Da machen wir dann Gras am Ende des Feldes. So, dann ist das verkauft. Da haben wir hier ein bisschen die Textur geändert. Da haben wir hier ein bisschen Sand vorgeschmissen. Ist okay. So, dann gucken wir mal hier nochmal kurz hin. Ja, komm, hier können wir es eigentlich lassen. So, ich gehe auf den Fendt. Ich bin gleich voll. Ja, das hört sich gut an. Was hast du denn schon getrunken? Bis jetzt Tee. Ach so, weil du gesagt hast, du bist gleich voll. Der Tank ist voll. Ich Ach möchte so. abgetankt werden. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was einstellen, weil das hier noch so laut ist, weil ich das noch nicht eingestellt hatte. Sag mal noch mal bitte was, Jürgen. Ich möchte gerne bitte abgetankt werden. Okay, ja, das passt jetzt. Ich glaube, die Lautstärke ist so okay von den Autos, weil ich habe das in dem Multiplayer haben wir es ja noch nicht getestet. Das haben wir jetzt gerade verschwitzt. Ich komme. Mensch, ey, da machst du anderthalb, nicht mal eine Runde, da bist du schon voll. Das finde ich Ja. schön. So kannst du weiterarbeiten. Hast ja gesehen, ich habe das Feld schön vergrößert, ne? Also jetzt haben wir bis hinten Anschlagkante noch mal ein bisschen vergrößert, dass wir hier schön viel rauskriegen als nächstes. So, ein bisschen muss ich die Autos noch mal leiser machen. So, läuft schon? Ah, läuft jetzt. Jetzt läuft. So. Du bist zu weit vorgefahren. Entschuldigung. Mach nichts. So, den Pflug, den können wir mal zur Seite bringen. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Den können wir mal absetzen. So, Leute, es ist Weihnachten. Zweite Weihnachtstag. Um diese Zeit, wo die Folge online kommt, sitze ich gerade mit der ganzen Familie, mit Oma und Opa und allen zusammen am Feiern. Wahrscheinlich wird schon lauthals gesagt, wer die Geschenke als erstes aufmachen darf. Und Jürgen, was machst du am zweiten Weihnachtstag? Ganz in Ruhe. Keine Familie da, nur mit meiner Frau zusammen alleine. Okay. Zweiter Weihnachtstag ist Disco-Tag. Da sind sie alle unterwegs. Der Disco-Tag. Ja, meine Jungs gehen seit Jahren schon immer am zweiten Weihnachtstag, also um die Häuser mit ihren Kumpels. Was meine Tochter macht, weiß ich nicht. Die Okay. macht wahrscheinlich in Ruhe. Die kommt zum Essen und dann
fährt's auch wieder. Und der zweite Weihnachtstag ist, sage ich mal, ein besinnlicher Tag, der langsam ausrollt, weil meine Frau muss wieder arbeiten. Ja. Meine Tochter genauso. Und meine Jungs, ja, die sind dann, liegen irgendwo in der Ecke und rauschen den Rausch aus. Ich hab gut, ich muss erst den Freitag wieder arbeiten. Ich muss den Freitag arbeiten, aber dafür dann darauf den Freitag auch wieder nur und dann erst ab nächsten Jahr, ab der zweiten Januarwoche müsste ich erst wieder voll mit einsteigen. Aha. Ja, ist gut. Du hast es doch am besten. Sagst du. Das stimmt gar nicht. Ich habe nie Feierabend. Ich kann mich auf nichts freuen. Ja, damals, wie ich noch gearbeitet habe, oh, noch eine Stunde, dann ist Feierabend. Und jetzt, ach du Scheiße, schon vier, ich muss jetzt wieder los, meine Frau abholen, also Mist. Ja. Aber sonst, oh, ey. Er hat gerade gespeichert, Entschuldigung. Ich habe das auch. Das untermotorisiert, das Ding hier. Ich komme nicht in. Ja, so ein bisschen, manchmal ist das so bergauf, ist das Ding sehr schlecht. Aber wir arbeiten uns ja hoch. Wir arbeiten uns ja hoch. Ja, ich hätte mir auch eine Nummer größer gekauft. Den Rostelmann hätte ich mir geholt. Nicht den New Holland. Der andere wäre also 5000 Euro teurer gewesen. Ja. Und vom Schneidwerk genauso teuer wie 39, aber einen Meter breiter. Ja, das habe ich danach auch gesehen. Das war eine ein Fehlkauf, muss man so sagen. Ja, aber wenn wir bald die perfekte Karte finden, wo wir sagen, ja, ist es ein bisschen mehr drin, dann können wir ja wieder zusammen durchstarten, Jürgen. Die Karte als solches ist nicht schlecht, ja, aber die Maschinenleistung für diese Karte, also das passt nicht. Entweder man sollte amerikanisch spielen, auf Großmaschinen setzen, ja. Dann sind die Felder teilweise wieder, sag ich mal, zu klein. Oder man sollte wirklich, so wie es angedacht ist, mit den Bergen kannst du nur auf Kleinmaschinen setzen. Ja. Kleine Maschinen, aber starke PS-Leistung. Ja, so wie damals, ich weiß, komme nicht gerade auf den Namen, Tiroler Bergen. Die haben Kleinmaschinen gehabt, ja, also, aber mit denen konntest du die Berge hoch, bis zum geht nicht mehr. Sag mal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Ich probiere die ganze Zeit Kalk aufzunehmen, der kann ja gar keinen Kalk aufnehmen, der kleine Streuer, ne? Nein, der nicht, den du da hast. Eine Nummer größer musst du nehmen. Tja, gut, dann können wir das Feld nicht kalken. Okay. Ich probiere schon die ganze Zeit das raus. Ist dir mal aufgefallen, du kannst mittlerweile das alles wieder raussetzen, ne? Entladen, ja. Ja, genau, brauchst du nicht mehr verbrauchen, das ist gut. Jetzt stehen da mittlerweile jede Menge Big Packs jetzt am Händler. Super, jetzt habe ich 8 Minuten probiert, da Kalk einzuladen, bis mir aufgefallen ist, dass der gar nicht da reinpasst. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock. So, lieber Jürgen, dann nehme ich halt meine Seemaschine. Setzen wir das mal Ding ab hier. Jetzt habe ich es runtergeschmissen, das wollte ich nicht. So, was würdest du denn empfehlen? Ich glaube, wir haben eine. Haben wir eine Direkt-Dings? Ich glaube schon. Ich glaube, die war direkt. Ja, können wir direkt rüber rasen. Was meinst du, was sollen wir anpflanzen, um Geld mitzumachen auf dem großen Feld? Ich sag nur Silbershusum. Ja, also, Was haben wir da gemacht? Soja. Genau. Geh doch einfach mal oben in die Kopfleiste rein. Preise. Und dann guck doch, was wie die Preise so wandeln. Oh. Ey. Ja gut, Soja ist echt gut, ne? Ja. Aber Soja musstest du auch mit Maisgebiss runterkriegen, ne? Nein. Nee, war Soja mit denen normal? Ja. Kann Soja die Maschine? Ja. Guck doch unter P rein, da siehst du Schneidwerk Soja. Sonnenblumen und Mais, das machst du mit Maisgebiss. Ja, stimmt. Ja gut, dann hau ich gleich das Soja aufs Feld. Junge. Junge, Zucht noch eins. Alles wieder vergessen, ehrlich. So aufgeregt im LS19 und ja. Alles wieder vergessen. Weißt du, wenn man jetzt sieht, wir haben ja mit Fruchtzerstörung drin, ne? Ja. Wenn man jetzt über das Gesäte fährt, wenn noch nichts gewachsen ist, ist es dann kaputt?
Nein, bis jetzt noch nicht. Nee, ne? Nein, bis jetzt noch nicht. Es sei denn, das erste Wachstumsstadium ist da, dann muss die Pflegebereifung haben. Genau, deswegen hat ja der eine Pflegebereifung, der eine Traktor. Ja. Aber ansonsten kann ich ja noch hier rüberfahren, bin ich, war ich auch der Meinung. Ja, kannst du. Also, wenn du zum Beispiel wenn du Maschinen kaufen willst, unter Düngestreuer, wenn du es in Bredel da kaufen willst, ja, der erste, der hat Pflegebereifung, der Nummer größere, der hat gar keine Pflegebereifung. Das passt ja auch schon wieder nicht. Ja. Ja. Oh, ich muss mal ein bisschen weiter rüberfahren, oder? Ja, jetzt nimmt er mehr mit. Aha, kommst hier gleich. Oder? Gut, okay, ja. Dann fahr ich hier, ja. Ja, aber, also man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass man wirklich kein GPS hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das ist Wahnsinn. Deswegen manchmal ist ab und zu ist mal so eine Spur einfach so ein kleines Stückchen nicht gesät. Ich meine, beim Sehen geht das ja noch, aber wenn du dann zum Spritzen kommst, wenn du Unkraut. Ja, das ist klar, ja. Da, oder jetzt, wenn du in der zweiten Stufe bist und dann nochmal düngen willst, das ist ziemlich schlecht. Das stimmt. Da kannst du es halt nur grob machen oder du guckst dir halt die Karte nochmal an, wo du warst. Du investierst, indem du einen, sag ich mal, 3 Meter mehr doppelt machst. Oder? Ja, oder so, genau, machst überlappend. Ja, ich bin noch vielleicht fast am Überlegen, aber nur ein großes Feld zu machen, wäre auch Schwachsinn, weil das kleine Feld hier würde ich noch erstmal lassen, weil ich wollte eigentlich auch eine Ball, eigentlich wollte ich, habe ich ganz vergessen, eigentlich wollte ich, aber bei Soja kommt ja kein Stroh raus, ne, das war ja nur bei Hafer. Bei Hafer kommt Stroh raus, ja. Genau. Hafer, weil, Weizen, Gerste. Weil für die Kühe brauchen wir ja auch später. Warte mal, ich muss jetzt. Du bist ja in die Pferdezucht. Und dann nimm Hafer. Nee, hier mache ich. Hier machen wir. Wie heißt es? Kühe. Pferde okay. Machen wir auf Ravenport. Dann nimm Weizen. Weizen, weil Weizen kannst du auch hinterher für die Schweinezucht verwenden. Gut, dann lassen wir darauf den Weizen auf den anderen Feld. Da können wir nochmal Weizen anpflanzen. So, jetzt muss ich mal hier hoch. Ich drehe gleich erstmal ein Vorgewende. Das mache ich gleich. Das mache ich mal als erstes. Du hast ja schon hier die Außenbahn. Hast du? Ich mache jetzt erstmal ein Vorgewende hier. Das nervt mich so ein bisschen. Ja, das kommt doch zum Schluss. Das überfährst du dann. Ja, stimmt auch. Stimmt auch wieder. Ach. Du weißt, so aufgeregt Weihnachten. So. War das Weihnachtsgeschenk ziemlich groß ausgefallen, ja? Ja, bestimmt. Ich gehe von aus. So, mal gucken, ja. Ja, ich muss mir dieses Jahr mein Weihnachtsgeschenk selber kaufen. Weil mein Auto ist gerade wieder in der Werkstatt und ich habe gerade gehört, was das kostet schon wieder. Ach du schon. Was hat er denn? Also von der Handbremse, die war ja immer so ein bisschen kaputt, der Kolben. Ja. Und der hat immer mitgebremst, wenn ich auch gebremst habe. Aha. Und jetzt ist hinten, wie ich jetzt verstanden habe, die Backen müssen neu. Für die Handbremse so ein paar Sachen müssen neu. Aber ich brauche keine neue Scheibe, das meint er, das wird sich bis zum TÜV selbst abgerubbelt haben, weil da so eine kleine Delle drin ist, weil die fest halt saß, ne? Ja. Und da muss ich halt gucken. Und er hat gesagt, so um die 400 Euro. Wow. Wo ich Anfang November auch schon 200 Euro wieder reingemacht habe, weil das Gestänge von meiner Scheibenwischanlage hat sich festgesetzt. Oh. Ja. Ja, so langsam kommt es so nach, das Auto ist jetzt 8 Jahre alt. Ja gut, jetzt fast, also jetzt ist es 9, gerade wo wir aufnehmen, ist im Januar wird es immer 1 Jahr älter. Und da müssen wir mal gucken. Aber es ist jetzt 9 Jahre alt. Ja. Ist klar, dass die ersten Verschleißteile so nach 9 Jahren, nach über 200.000 Kilometer mal so langsam mal defekt gehen. Kupplung ist ja auch neu drin. Die ist ja auch für 1.400 Euro neu reingekommen. Vor 3-4 Monaten. Ja. Nur Ärger mit diesem Schummelauto. Das kenne ich auch. Also. Bin ich schon kurz davor zu sagen, ich bringe den da wieder hin, und dann, aber dann musst du halt nochmal 20.000, 30.000 Euro investieren, um da ein neues dann zu kriegen. Kriegst da kein gebrauchtes, wenn du das zurückbringst.
Und das will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. So, guck mal, jetzt fahren wir mal bis hier rauf, dann haben wir das schon mal. Sag mal, du musst ja Geld haben. Warum? Ich bin gerade in den Trecker gesprungen, da lief der Motor ja noch. Ach so. Ja, weil ich wollte dir gleich hinterherfahren. Oh. Weil ich habe gesehen, die anderen Bauern, die machen auch nicht ihre Traktoren immer sofort aus. Die lassen sie auch an. Ja, Sprit ist Sprit. Also, ich bin heute wieder an der Tankstelle vorbeigefahren. Ich habe nur mit den Ohren gestackert. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Ja, so langsam wird es ja schon wieder billiger. Diesel war schon wieder bei 1,24, habe ich gesehen. Fährst du Diesel? Ich war Diesel. Ja, Mensch, nutzt es doch aus, ey. Verkauf deinen Bock. Ja, aber den will ja keiner mehr. Habe ich ja gerade gesagt. Ich könnte ihn ja wahrscheinlich zu VW zurückbringen. Und dann müsste ich mir aber einen neuen wieder aussuchen, ne? Aber ich warte ja mal ab, was die sagen, ob sie es doch jetzt alles umrüsten oder neue Hardware reinbauen und wer das zahlen soll, mal gucken. Zahlen tust du. Ja, es war ja jetzt so gesagt, dass das die Autosindustrie doch zahlen soll. Um Gottes Willen. Vor allem, die Das haben es wird ja eigentlich auch vergeigt. ausgesessen wird das. Ja, mal VW gucken. geht in die Verhandlung, es gibt eine Sammelklage, okay, gar kein Thema. Was soll denn das? Ey, das ist genauso wie mit dem Haas, ja, der als beschissen und betrogen hat. Das wird Ja. ausgesessen. Dann geht es wieder in die nächste Verhandlung und noch eine Verhandlung und noch eine Verhandlung. Und je mehr das verhandelt wird, umso mehr Geld sparen sie dann und investieren sie in anderen Sachen. Und hinterher Ja. sagen sie, haben kein Geld. Also, du kommst da nicht gegen an. Das Ich ist warte einfach politisch. mal ab. Das ist einfach politisch. Wenn die Politiker, ich sage, weiß ich nicht, die müssten mal wirklich Schwanz in der Hose haben und sagen, okay, ihr seid dafür verantwortlich, Feierabend, ihr zahlt. Und wenn die Ja. sagen, okay, es kostet Arbeitsplätze, dann kostet es halt Arbeit, dann kostet es mal, sag ich mal, 350.000 Arbeitsplätze. Ja, weil Es sie hört es ja sich auch selber immer. vergeigt haben, das ist es ja. Ja, hört sich zwar schlimm an, aber VW geht daran nicht kaputt. Ne. Gerade VW nicht. Ich meine, wenn es ein kleiner Betrieb wäre oder was weiß ich, die können dann sagen, okay, wir können nicht, wir machen den Laden dicht. Ja, Ja. so ein Betrieb mit 1200 Arbeitern oder 2000 Mitarbeitern, die machen den Laden dicht, die können das nicht halten. Aber VW ist ein Weltkonzern. Und Ja. wenn die hier das einen draufkriegen, dann drohen sie vielleicht mal, okay, dann gehen wir ins Ausland. Dann gehen sie ins Ausland. Was soll denn das? Die Politik ist so erpressbar, also das ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Ja. Also, da, ich muss ehrlich sagen, und jetzt bei der CDU-Wechsel da, entschuld bitte, jetzt wäre ich politisch, aber nee, das ist ja öffentlich. Da halte ich lieber mich zurück. Die AKK, ne? Nee, 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 ich halte mich da ganz zurück. Ich habe gar keine Meinung. Also, ich mache Unluft über den politischen Zustand, den wir hier haben. Ja, egal was es ist, ob es hier mit der Brexit ist oder und so weiter, diese Augenwischerei, diese Verarscherei. Die wollen ja jetzt auch Ja, wieder aussteigen. Also die wollen jetzt da drin bleiben, doch. sie wollen drin bleiben. Ja, also, das ist doch. Hallo? Ja. Wenn du das sagst, kriegst du welche zwischen den Augen und dann bist du weg vom Fenster. Ja. Okay, ich weiß, also ich war nicht in der Politik, aber ich war in der Wirtschaftspolitik. 8 Jahre lang. Ja. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, also man schlachtet nie die Kuh, sondern man soll sie mal melken. Ja. Ja, und aber wenn es irgendwann die Kuh zu alt wird, dann muss sie geschlachtet werden. Also irgendwann geht es mal nicht. Das stimmt. Ja. Irgendwann ist mal Feierabend. Ich habe genug getan im Betriebsrat damals. So, aber jetzt mal ab von den politischen. Was? So, jetzt LS19, jetzt sind wir im neuen Jahr, Jürgen. Was wollen wir im neuen Jahr machen? Also, wir sind jetzt noch gar nicht im neuen Jahr. Was sage ich denn? Das ist die letzte Folge LS19. Wow, jetzt ist er mal voll reingefahren hinten. Das ist die letzte Folge im 2018, die LS19-Folge. Was wollen wir uns 2019 vornehmen? Tja. Es war jetzt noch Weihnachten, aber wir können ja schon mal drüber reden. Sage mal, was sind die Ziele? Speziell im LS19, also uns vergrößern. Ich wäre froh, wenn wie gesagt, also mal vernünftige Maps wieder rauskommen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wieder mal, Entschuldigung, jetzt bin ich sehr egoistisch,
Wenn meine Nordfriesische Marsch wiederkommt? Ja, meine Map rauskommt. Da wird schon dran gebaut, das habe ich schon gelesen. Ja, die sind schon am Testen. Ja, also da wäre ich ganz groß interessiert. Aber abgesehen davon, also wenn die Schweinepest in Norddeutschland vorbeigehen würde, dann würde ich mich auch wieder Sivasusum also zuwenden, weil es war eine schöne Map, eine einfache Map, aber wie gesagt, also die Schweinepest war mir zu hoch. Ja. Da kannst du jetzt auch bald deine eigenen Wurstsachen von dem bestellen, ne? Online macht er ab nächsten Jahr. Oha. Der hat jetzt einen Hof, der hat jetzt einen Hofladen. Da die Hühner legen derzeit keine Eier, deswegen kann er da noch keine Eier reinstellen. Hat aber vor seinem Haus hat er unten rechts einen kleinen Hofladen jetzt. Also so ein Stübchen, so ein Häuschen, so ein aus also Holz. Sein Holzhaus, was er geholt hat, ja. Genau, und da will er jetzt ab nächsten Jahr auch eigene Sachen so auch Fleisch verkaufen. Oh. Und Wurst und so. Die kannst du, und ab nächsten Jahr will er das so, glaube ich, sogar online machen. Naja, dann mal hin. Ja, dann. Oder du fährst mal hin, sagst du mit deiner Frau, wir fahren direkt mal Sivasusum besuchen und dann sagst du, Stefan, hier, du hast einen schönen Hof, habe ich jede Menge Zeit drauf verbracht. Online. Wieso kann ich hier nicht ab... Aha, Moment, ist ja voll der Trecker? Das könnte natürlich sein. Jo. Soll ich abfahren? Dann fahr mal ab. Warte, dann fahre ich den mal schnell ab. Den kippen wir erstmal in Silo rein. Erstmal packen wir ein bisschen was dazu. Ich würde sagen, wir können jetzt auch ein bisschen die Zuschauer spoilern, die jetzt wieder zugucken. Weiß ich nicht. Wenn wir mal wieder Zeit haben, können wir ja erstmal dieses Projekt immer, da kannst du ja da immer mal dazukommen. Ne? Ja. Kein Muss oder so. Wenn wir halt mal nicht zusammen schaffen, dann nehme ich halt mal wieder alleine auf. Weil ich muss, nehme wahrscheinlich heute Abend noch wieder ein paar Folgen auf. Ich weiß aber noch nicht wann, weil erst muss Frau und Kind schlafen. Weil ich wollte schon für Januar so ein bisschen was aufnehmen, dass ich schon wieder ein bisschen Plus habe, ne? Dass ich immer mal so ein bisschen Zeit habe, wo ich einfach mal eine Woche nicht spiele. Was mir zwar Spaß macht, aber manchmal habe ich auch gar keine Lust zu spielen. Und man soll es ja auch nur aufnehmen, wenn man Lust am Spielen hat, weil sonst bringt es ja nichts. Richtig. Genau, und ich würde sagen, wenn mal nächstes Jahr, ne, 2019 irgendwann eine schöne Map rauskommt, würde ich sagen, könnten wir das vielleicht als komplettes gemeinsames Projekt starten? Sagen wir, wir starten auch von Null, ne? Du weißt, wie ich das meine? Ja. Wir starten komplett von Null, machen das alles zusammen. Vielleicht lasse ich dann, ich habe ja auch das Streaming-Projekt, das auf der Ravenport. Das wird geguckt. Da muss ich dann halt mal die Zuschauer fragen, was sie lieber wollen, so ein Streaming-Projekt. Einmal die Woche online, wenn ich es schaffe. Oder lieber doch so ein gemeinsames Projekt. Und dann können wir ja mal gucken. Warte, ich komme hier hin, dann kannst du gleich abfahren. Aber ich würde sagen, dann machen wir vielleicht ein gemeinsames Projekt. Das kommt dann auch einmal die Woche raus. Das kriegen wir ja eigentlich hin. Dann machen wir mal ein paar Folgen in Folge, oder? Ja, können wir machen, kein Thema. Also abends habe ich meistens immer Donnerstag Zeit. Ja. Ausgenommen, wenn Bayern spielt. Bayern spielt ja meistens immer Dienstag und Mittwoch. Champions League, so wie heute. Ja. Heute bin ich dann... Entschuldigung. Ja, wir sind ja in der Aufnahme. Guck ich mal meine Aufzeichnung an. Ja. Aber sonst gar kein Thema. Also wenn ein vernünftiger Dings rauskommt, so wie Sivasusum, da können wir, also in der Richtung können wir wieder einknüpfen. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir uns das vor für als guter Vorsatz für 2019, für den LS19. Genau. Machen wir dann ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir von Null starten, weil jetzt die letzten Mal bist ja immer mit eingestiegen. Ja. Als Special-Helfer-Gast. Und jetzt demnächst als Leibeigener, ja? Als gleichgestellter Partner. Kein mit, Thema. Mit 25% des Hofsanteils. Mir reicht schon das Mitbestimmungsrecht. Ausgeben kannst du. Okay. Ja, also wenn du meinst, ist nicht und so weiter. Aber wenn du da mein Rat einholst, ich raten darf, ja, auch wenn es mal ein falscher Rat ist, wenn du den annimmst, kein Thema. Was wir ja auch, wir können ja natürlich auch da mal Fetzi fragen, ob er mal wieder Zeit hat. Aber das Schlimme ist ja, ich hatte ja jetzt schon mal überlegt, auch mehrere mal wieder zusammenzuholen. Es müssen immer alle Zeit haben, das ist es ja.
Ja, das ist richtig. Das ist ja, dann würden wir ihn vielleicht, schreibe ich ihn so mal als Gast, wenn er mal Zeit hat, weil er hat ja am meisten auch abends Zeit. Gut, er ist ja auch Rentner. Ja, euch würde ich wahrscheinlich schneller zusammenkriegen als noch hier Möbius zusammen. Das wird dann noch enger. Ja, nur wie gesagt, also ich habe keine Probleme donnerstags, ja, weil Ja. Donnerstag, aber sonst Mittags Rest der dann. Woche ist das Ja. ziemlich schlecht. Es sei denn, na gut, man kann auch mal eine Ausnahme machen. Da sagt meine Frau auch nichts, ich auch nicht, aber sonst würde ich doch lieber, also sage ich mal, die Abende, wo meine Frau noch arbeitet, ja, mit ihr abends noch Ja, gemeinsam verbringen. das ist ja kein Problem. Wir nehmen ja jetzt heute auch mittags auf. Wenn wir mittags, wenn wir sagen mal, wir machen Folgenlänge 15 bis 20 Minuten, weil das hat sich immer bewährt, finde ich. Das finden die Zuschauer auch besser, weil die glaubt, es guckt keiner zu, wie ich jetzt hier eine Stunde auf und ab fahre, ne? Das bewährt sich wahrscheinlich mehr. Und an einem Tag, sagen wir mal, wir spielen mal mittags, also wir treffen uns ja, können uns dann mal um 8 oder so treffen oder um 9, da können wir ja schon so fast 10 Folgen aufnehmen, ne? Ja. Und das sind ja dann schon 10 Wochen, wenn wir jede Woche eine Folge rausbringen. Na, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt geht man die Treppe hoch. Ja, so habe ich auch gemacht. Ich habe, wie ich das Spiel gekauft habe, habe ich mich auch da voll reingegeigt, so wie du das gemacht hast. Ja. Und dann kam der Frust hoch, weil es passte nichts. Es Okay. passte nicht zusammen. Die Maschinen, die Landschaft, es passte nicht zusammen. Und wenn du selbst modulierst, Ja. weil ich habe damals sehr viel bei Rollercoaster zum Beispiel, Rollercoaster 2, habe ich sehr viele eigene Themenparks gemacht, Ja. beziehungsweise ich habe mal versucht, Phantasialand mal nachzubauen, ja, Okay. was ich also bis zu einem Drittel geschafft habe. Also es ging wunderbar. Habe ich auch über ein Jahr dran gesessen. Ja, und dann war es dahinter, war die Luft dann raus. Und deswegen hatte ich ja gar keine Probleme gehabt mit dem, mit der Anhebung, Veränderung der Umgebung als solches. Nur das hat hier Giants also nicht im Griff. Ja, Ne. also du kannst zwar anheben bis zu einem gewissen Grad und dann ist Feierabend. Ja. Dass es Geld kostet, gar kein Thema. Ist in Ordnung, du veränderst ja was. Ja. Yeah. Ist Müssten ja, Sie aber sagen. ja, aber du kannst es nicht. Du kannst Ne. es einfach nicht. Ja. Und dann, wie gesagt, also dann in den Anfangsbereichen hier, zum Beispiel die beiden Felder hier, die wir jetzt gerade haben. Ich habe jetzt momentan arge Probleme mit dem New Holland, jetzt mit dem laufenden Schneidwerk den Berg hochzukommen. Das Okay. ist frustrierend. Ja, das andere Feld, wo Gras ist, der ging gar nicht. Das hat aber Ja. komischerweise der Helfer hat's geschafft. Der Helfer Ja, ist. der, ja, KI. Ja. KI, der Computer sagt das, wie du fahren musst. Das ist aber nicht realistisch. Ja. Okay, wenn du GPS drin hättest, dann würde es auch automatisch hochziehen, ne? Ja, genau, aber er müsste es rein theoretisch, müsste der da den Berg schaffen. In echt würde er ihn auch schaffen. Manch, Ja. also bei uns hier sind die Berge also nicht so steil, aber wenn du hier nach Richtung Mönchenfahlberg fährst, da sind schon echt steile Felder und da fährt auch ab und zu mal so ein älterer Drescher mal hoch und runter. Aber was du hier hast, ist Harzvorland. Ja, das ist Ja, das stimmt. ist Harzvorland. Und wenn du weiterhin gehst hier, auf der anderen Seite, wo du jetzt dein Grasfeld gemacht hast, Ja. das sind die Alpen. Ja, das ist Ja, Alpen. also das passt nicht so richtig, also meiner Meinung nach. Ja. Aber wie gesagt, also ich freue mich, wenn die nordfriesische Marsch rauskommt, ja. Ja, da sind Dann sie schon am weiß ich ganz Testen. genau am Montag, wer Freitag mich besuchen kommt. Das finde ich herrlich. Finde ich so herrlich. Ich hoffe, Ja, dass ihr. so, dann komme ich jetzt auch wieder. Musste gerade noch mal alles auffüllen. Ich habe nur noch eine Bahn, dann bin ich weg. Sehr schön. Ja, hier machen wir jetzt. Was blöd ist, ich wollte ja eigentlich, das habe ich ganz vergessen, ich wollte eigentlich hier. Das passt ja eigentlich auch nicht. Dann machen wir, weil ich habe keine Ballenpresse, ne? Und Ballenpresse kaufen ist zu teuer. Deswegen würde ich sie leihen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann nächstes Mal. Wenn wir das hier runter haben, dann den.
die nächste Ernte, ne? Dann würde ich sagen, da machen wir auf beiden Feldern entweder Gerste oder Weizen. Und dann leihen wir uns die Presse, weil wir müssen auch noch Heuballen machen, weil wenn Heu liegt und das liegt, dann lohnt sich auch die Presse, ne, zum Leihen. Ja. Deswegen würde ich sagen, dann machen wir da drüben dann jetzt auch nochmal, was Geld bringt. Vielleicht doch nochmal Raps ein bisschen, dass, wenn der Preis jetzt ein bisschen fällt. Was sagt der Chefbauer? Also Raps ist in Ordnung, also wechselweise, es kommt immer drauf, wo man hinarbeiten will. Wenn man Kohle machen will, Raps, Soja, kein Thema. Wenn man also in die Viehwirtschaft reingehen will, also Mais und Weizen. Ja? Ja, wir wollen ja so ein paar Kühe. Ich habe ja nur einen kleinen Kuhstall, bis 50 Kühe, glaube ich, sind das nur. Dass wir immer schön ein bisschen Milch haben. Das ist auch so ein Manko hier, dass die Zahl begrenzt ist. Ja gut, andersrum kannst du da nicht 2000 Kühe in so einen kleinen Kuhstall tun, ne? Ja, richtig. Aber da hätten sie sich, weißt du, die haben 2 Jahre produziert und dann haben sie da nur 2 verschiedene Kuhställe, wo, was noch nicht mal schön ist, nicht mal verschiedene Varianten gibt. Ja, nicht, die haben nicht ausgeruht, die Säcke. Ja. Entschuldigung. Also dann würde ich sagen, wenn ich glaube, das ist auch standardmäßig im Spiel mit drin, wenn es jetzt direkt rausschießt, das Stroh, also häckselst, ist das Düngestufe, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, dann häcksel das einfach, weil sonst müssten wir uns irgendwas wieder mieten oder leihen und das vom Feld so runterkriegen, dann mach das einfach so. Zerhäcksel das. Dann zerhäcksel ich das, kein Thema. Und in der nächsten Saison machen wir dann Quaderballen. Ich habe mit Rundballen habe ich Probleme gehabt. Ich habe, weiß nicht, ob du geguckt hast, den Livestream. Die Rundballen ist hier nicht angesagt, weil sie alle wegrollen. Ja. Die rollen ja alle weg. Also und es gibt schon bei dem kleinen Feld schon weg, das geht ja gar nicht. Und es gibt keine vernünftige so Gabel, die wir kennen, ne? Das gibt's ja auch noch nicht. Das CS-Mus kommt noch. Also naja, das kommt noch. Aber die beiden, die Spieße da, die arbeiten mit dem Spieß. Ja, das habe ich gemacht. Ey, ich habe mich abgekämpft. Ich habe fast eine Stunde 30 Ballen probiert reinzukriegen. Das geht, wunderbar. Ah, ich hab's gewusst. Was denn? Ich hab's gewusst. Was wusstest du? Ich habe gestreut auf deinem Feld. Ja, ist ja nicht so schön. Ist das Düngestufe? Warte mal, ich gucke mal. Ja, du sollst ja streuen. Ja, aber nicht auf dem Nachbarfeld. Ne. Warte mal. Oh, was ist das für eine Kante? Was ist das denn hier? Ne, ist nicht. Zählt nicht. Zählt leider nicht. Oh. Ja, das ist von den Kuhstall, die Kante. Ja. Ich weiß, die ist echt doof. Was ist denn jetzt los? Da komme ich gar nicht runter. Brauchst du Anschubs? Nee. Ich löse das anders. Da hast du dich ein bisschen verkalkuliert mit deinem Feld. Ja, wir können es ja nochmal hier eine Grasnaht machen. Ja, aber ich krieg's hin. Ja, hier oben ist ein bisschen schlecht geworden. Ich wollte hier eigentlich auch noch Gras machen. Ich krieg's hin. Aber wenn wer es hinkriegt, dann du, Jürgen. Nee. Ich bin ein bisschen schräg geworden. Ja, so. Ich glaube, weil der Kredit ist, haben wir, glaube ich, auch komplett ausgeschöpft auf der Map. Ich glaube, wir sind hochgradig verschuldet. Ja, das habe ich gesehen. Also, ich könnte nicht ruhig schlafen. Ich auch nicht. Letztes Mal, ja gut, auf Ravenport müssen wir sagen, habe ich es anders gemacht. Da habe ich keinen Drescher gekauft, nur das Werk dazu. Sondern ich habe den gemietet. Ja. Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, die bessere Variante. Aber da braucht man ein paar Felder mehr, dass ich das los. Aber der wurde bei mir nicht pro Stunde abgezählt, ne? Nein. Pro Tag. Aha. Weil in der Vorstellung hieß es pro Stunde. Und wenn du ihn mittags sogar holst, dann wird er sogar günstiger, weil der halbe Tag ja schon rum ist. Ja, aber kam trotzdem mir so vor. Na ja, gut, okay. Schaffst du es hoch und runter? Ja.
Ich bin am Laufen, bin am Rollen. Aber ich muss sagen, wenn wir dann nächste Saison Weizen machen oder Gerste, irgendeins, wo wir. Oder wir können natürlich auch Hafer nehmen. Das bringt auch Kohle, ne? Ja. Hafer bringt Kohle und Stroh. Weiß ich nicht, dann könnten wir das vielleicht sogar machen. Und dann die ersten Strohballen haben. Heu werden wir dann auf jeden Fall dann mit der Saison dann auch machen. Dann haben wir Heuballen. Knappe 60.000 Liter Silage ist dann auch schon fertig. Dann können wir bald vielleicht mit dem Bankmeister Krause nochmal reden, ob er es für notwendig hält, noch ein bisschen Geld in den Hof zu investieren, dass wir vielleicht die ersten Kühe holen. Ja, Aber da hast erstmal du. müssen wir das Futter haben. Ich kann das gar nicht leiden, Tiere zu kaufen, wenn da noch nichts für vorbereitet ist. Und die Ballen finde ich echt teuer zu kaufen hier für 600 Euro ein. Ein? Ja, oder kommen da mehrere? LS17 mal 8. Ja, wenn ich hier unter Ballen geht, zeigt er glaube ich nur ein. Das weiß ich nicht. Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also, ich bin dagegen für Ballen kaufen. Ich mach's lieber selber. Oh, das hört sich auch gut an. Ich mach's. So, jetzt bringe ich den Rest. Oh, hier sind auch nochmal 6.000 Liter Raps runtergekommen. Das können wir erstmal einlagern, bis wir Geldprobleme haben und es verkaufen müssen. Ja. Ja, das habe ich festgestellt. Das hab ich in kaum irgendwelchen Spielen gemacht. Ich habe es immer gleich verkauft, teilweise. Ich habe es nie eingelagert für schlechte Zeiten. Aber da wir hier ein Hofsilo haben, ein großes. Nee, ich bin auch erstmal, ich lage auch alles ein, ich was verkaufe. Eins ist der Ausnahme war Silberhusum. Da habe ich gleich verkauft. Also, Ja. damit ich also einen vernünftigen Grundstock hatte. Also ganze Fuhrpark verkauft. Dann die Altgeräte gekauft aus der Ostzeit, die hieß es ja, das Genre. Alten Drescher, alten Düngestreuer, alten Trecker. Ja. Ja, die ganzen russischen Dinger geholt. Und so habe ich mich dann langsam wieder hochgearbeitet. Das ist super. Ja, also ich glaube, das hast du mal angesprochen. Man muss die Fahrzeuge hier, egal was es ist, reparieren. Weil die Ja. verlieren ja ihren Wert beziehungsweise ihre Leistung. Ja, mein Trecker hier, den ich habe, ist schon fast ein Drittel weg, sogar mehr als ein Drittel. Ja, und dann gehst du in die Werkstatt oder fährst zum Händler und dann reparierst du. Warum gibt es nicht, sag ich mal, ist ein Aufruf an die Modder, von vornherein, also Gerätschaften hinzustellen, die schon, sag ich mal, Gebraucht sind. ja, gebraucht sind, die schon, sag ich mal, 20 Betriebsstunden hatten. Ja. Ja, dass man die für die Hälfte oder ein Drittel kauft und dann natürlich die Reparatur riskiert, alleine nur um vernünftig starten zu können. Ja, Also ich hätte aber mir das kommt lieber, bestimmt wieder raus. ich hoffe es. Das So. kommt, glaube ich, wieder raus. Oh, Soll ich dich Mähwerk. abtanken kommen? Nee, 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 ich bin hier am Kämpfen. Ich habe Okay. mein Mähwerk erstmal ausgemacht, sonst komme ich nicht den Berg hoch. Ah, das kommt wieder raus, war ein LS17 ja auch, dass du gebrauchte Maschinen kaufen konntest teilweise. Wie der Manz, der war ja auch unser guter russischer LKW, der hat ja auch nur glaub, über 10.000 oder Ja, 14.000 gekostet. also das wäre nicht verkehrt. Hast du dir denn schon das Modden angeguckt? Du hast das so hoch Ja, angehypt. ich habe mir das angeguckt, ich habe mir die Tutorials angeguckt. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe es mir nur angeguckt, weil ich die Lust am Spiel nicht mehr gefunden hatte. Weil ich spiele jetzt seit Sonntag erstmal wieder intensiv. Ja. Und zwar auch die Felsbrunnen, aber die Felsbrunnen Umbau, Ja, okay. die Map. Ja. Da ist genau das gleiche, was ich hier auch habe, aber abgeflacht. Ja, Okay. das geht bis Feld 18 komplett abgeflacht. Da habe ich also keine Probleme, wenn ich dann irgendwie, sag ich mal, ein Silo hinstelle oder einen Stall hinstelle, dass sie die Erhebung mitbezahlen muss. Ja. Das wäre auch ein Feature, wenn du es hinstellst. Also es wird dir angezeigt, sagen wir, das kostet 10.000, du stellst es hin und dann müsste stehen,
Sind Sie sich sicher, dass Sie für Ja, 15.000 das kaufen wollen? Da siehst du auch den Preisunterschied. Das hätten Sie nochmal einführen müssen. Da gebe ich dir recht. Das Aber haben ich wir nicht. verstehe das nicht. Giants hat das so an so viele große YouTuber gegeben, die auch gespielt haben ohne Ende. Ich habe es mir ja auch angeguckt, ne? Aber bei keinen ist das mal aufgefallen. Oh, es Nee, wird langsam dunkel, ne? ich habe es auch bei Garderobe geguckt. Der hat es ja auch hingepackt und so weiter, Ja. aber gar nichts. Da gab es keine Unterschiede. Ne. Kenne ich nicht. Ja, es war angehoben und gesenkt und so weiter, aber es gab keinen Geldunterschied. Ja, das war wahrscheinlich noch nicht die Vollversion, das war wahrscheinlich die Die Beta-Version. 0.9, genau. Ich muss aber sagen, das Licht sieht gut aus. Ich habe jetzt schon hier Licht an. Du fährst im Dunkeln. Ah, Jürgen, Jürgen, Jürgen. Junge, Junge, Licht. Ja, das Licht ist Jürgen. also hier heller. Das ist so, Ja. was haben damals LED. in LED, was sie dann im 17er die Modder drin hatten. Hier haben es ja sogar LED-Licht. die. Innen sind die. Nicht Innen ist alle. auch beleuchtet, ne? Nicht alle. Das. Also der ist hier innen beleuchtet. Ja, auch. Na, passt es ja. Dann sind wir ja fast fertig mit der Folge und es ist Nacht. Und die Grillen zirpen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Fragt man, schneit es? Das weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht, dass es zu Weihnachten. Also, ihr Zu wisst es ja, Weihnachten? Leute, wir nehmen vor Weihnachten auf. Die Folge ist ja Ja, für es ist Weihnachten. grün. Es ist grün Ja. draußen. Es regnet. Ja, bestimmt. Ja, es regnet. Also, wir werden es wie dieses Jahr kriegen im Februar. Februar, März. Glaube ich auch. So, Jürgen, dann mache ich jetzt, stelle ich mich gleich nochmal hin und dann sind wir aber fertig für die. Für die Weihnachts-Special-Spezialfolge. So, komm, die setze ich mal hier kurz ab. Dich mache ich aus, aber Licht kann da. Achso, der geht Licht automatisch aus. Okay. Soll ich dich noch einmal abtanken? Na komm, ich tank dich mal ab. Ja, wenn da ein bisschen mehr Dampf drauf hast, dann fliegst du. Oder schmeißt den Hänger um. Ja. Aber das ist ja mein kleiner mit der Pflegebereifung extra, ne? Für Spritzen und Düngen. Ja. Warum hättest du den vielleicht machen können? Ich wäre in die Werkstatt gefahren und hätte dann wieder einen Reifen draufgesetzt. Ja, aber das kostet auch immer Geld. Und ich dachte mir, einen kleinen Nee, Traktor. wenn du einmal konfigurierst, sag ich mal, ich habe meinen 500er, habe ich auch Breitreifen. Okay. So. Und dann habe ich nochmal Schmalreifen dazu geholt für 800. So. Und dann wechsle ich das. Und das Wechseln kostet keinen Cent. Okay. Ja gut, dann könnten wir ja zur Not hier auch welche raufmachen. Aber der ist ja eigentlich derzeit nur dafür da zum Fahren und für nichts anderes. Deswegen hatte ich den so gelassen. Ich habe nur einen Trecker. Also, da ich alleine spiele und keinen Helfer habe. Brauche ich nichts. So, Leute. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir haben knappe 45 Minuten wieder drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes, gesinnliches Restweihnachtsfest. Und morgen sind sie alle wieder weg. Morgen habt ihr eure Ruhe. Morgen sind sie alle wieder weg. Da habt ihr eure Ruhe. Der Jürgen ist auch wieder rausgesprungen. Wie gesagt, wir sehen uns wieder 2019, weil diese Woche ist eine Spezialfolge. Da kommt nur eine Folge raus. Ich weiß, ab nächsten Jahr kommen aber auch nur noch zwei LS19 Folgen raus. Dafür eine Minecraft-Folge mehr. Und jetzt darf der Jürgen noch die letzten Abschiedsworte sagen. So, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen Restweihnachtstag und wünsche euch alles Gute und guten Rutsch fürs neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Bis dann, ciao. Tschüss.